Besten Dank, Herr Schmidt, dass Sie zu diesem Gespräch bereit sind. Sie betreiben ja ein Inkasso-Unternehmen in der Schweiz. Können Sie uns dieses kurz vorstellen? Ja, gern. Wir haben den Firmensitz im Kanton Solothurn. Wir werden als Einzelunternehmen geführt und sind ein Team von 4 Mitarbeitern. Dann gibt es einen Stab von freien Mitarbeitern, die bei Bedarf variabel einsetzbar sind. Ich selbst bin seit über 20 Jahren im Inkasso-Geschäft. Auf Ihrer Webseite erwähnen Sie das sogenannte Direktinkasso. Wie ist das gemeint? Wie allgemein bekannt, gehen normale Inkassobüros den Weg der Schriftform und des Telefonierens, was in vielen Fällen kein Geld zurückbringt. Wir bevorzugen den Direktkontakt zum Schuldner und bauen im rechtlichen Rahmen den Druck auf, um ihn zu Rückzahlungen zu bewegen. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Zuerst recherchieren wir gründlich. Dann wird der Schuldner mit der Forderung konfrontiert. Das geschieht meist persönlich und unangemeldet. Es werden ihm verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, eine gütliche Einigung zu erzielen, zum Beispiel ein Schuldanerkenntnis, eine Teilzahlungsvereinbarung und so weiter. Und wenn der Schuldner keine Einsicht hat und sich weigert zu zahlen? Dann werden ihm die weiteren Schritte erläutert. Je nach Fall, Betreibung, Zivilklage, Strafanzeige und sagen wir es so, kreative Maßnahmen, die ihn in aller Regel zum Zahlen bewegen. Also so etwas wie Moskau-Inkasso? Nein, wir arbeiten druckvoll und trickreich, aber im legalen Rahmen. Ein Beispiel: Nachdem wir in einem Internetforum einen Tatsachenbericht über einen Betrüger publiziert hatten, wurde er gesprächsbereit und hat zurückgezahlt. Oder wir haben Verwandte eines renitenten Schuldners um Vermittlung gebeten. Das war dem Schuldner so unangenehm, dass er eine Abzahlungsvereinbarung mit uns geschlossen hat, um Ruhe zu haben. Man muss den schwachen Punkt beim Schuldner finden. Jeder Fall ist etwas anders. Aber gehören solche Forderungen nicht auf den Rechtsweg und in die Hände des Rechtsstaates? Grundsätzlich ja. Nur muss man sehen, dass der Rechtsstaat oft langsam ist und von professionellen und kriminellen Schuldnern schamlos ausgenutzt wird. Sie tauchen ab, damit sie nicht betrieben werden können. Sie lassen Firmen in die Insolvenz schlittern, verstecken sich hinter internationalen Verträgen und so weiter. Und wenn sie vor einem Gericht verurteilt werden, zahlen sie noch immer nicht. Außergerichtlich können wir oft schnellere und bessere Lösungen herbeiführen. Dabei ist es natürlich wichtig, dass wir druckvoll und geschickt verhandeln. Wie sind denn die Erfolgschancen dieser Art von Inkasso? Aber vergleichsweise sehr hoch. Im Jahr 2016 war die Erfolgsquote 80%. Dieses Jahr dürfte sie noch etwas höher liegen. Was ist aber, wenn der Schuldner über seinen Aufenthaltsort falsche Angaben gemacht hat oder vollkommen abgetaucht ist? Das kommt immer wieder vor. Einige Schuldner sind auch ganz abgetaucht. Doch wir haben da unsere Methoden und Spezialisten. Wir finden Schuldner fast immer, auch im Ausland. Wie werden die anteiligen Kosten aufgeteilt? Wir arbeiten weitestgehend auf Erfolgsbasis. Bei Mandatserteilung wird eine Anzahlung fällig von 5 bis 15% der Forderungssumme, je nach voraussichtlichem Aufwand. Damit decken wir die laufenden Spesen. Der Kunde bekommt die Anzahlung aber zurückerstattet, respektive sie wird mit der Erfolgsprovision verrechnet. Und wie hoch ist diese Erfolgsprovision? Wenn wir einen Fall genauer kennen, offerieren wir die Provision. Sie kann zwischen 20 und 35% des effektiv rückgeführten Betrages liegen. Das sind dann auch die maximalen Kosten für den Kunden, denn die Anzahlung bekommt er ja zurück. Arbeiten Sie denn nur in der Schweiz? Wir sind im ganzen deutschsprachigen Raum tätig, wobei die meisten Fälle tatsächlich aus der Schweiz und Süddeutschland stammen. Vereinzelt sind wir im weiteren Europa tätig. Wir haben im Moment beispielsweise Fälle in Großbritannien und Tschechien.
Wichtig noch, die minimale Forderungssumme beträgt 20.000 Franken oder Euro. Kleinere Fälle können nicht kostendeckend bearbeitet werden. Für alle Fälle außerhalb des deutschsprachigen Raumes beträgt die Mindestsumme 100.000. Wie geht man vor, wenn man Ihnen einen Auftrag erteilen möchte? Anrufen oder eine Mail schicken. Dann besprechen wir den Fall mit Ihnen persönlich und geben eine Einschätzung ab. Gut ist es, wenn Sie uns Unterlagen zur Verfügung stellen können, die wir analysieren. Das ist für Sie unverbindlich. Wenn wir Erfolgschancen sehen und Sie überzeugt sind, schließen wir einen Inkassovertrag ab. Zum Schluss eine ganz andere Frage. Ist diese Art von Arbeit nicht sehr nervenaufreibend? Ja und nein. Natürlich ärgern wir uns ab und zu über renitente und freche Schuldner. Es gab auch schon Drohungen und tätliche Angriffe, aber darauf sind wir vorbereitet. Unsere Arbeit ist jedoch spannend und jeden Tag eine Herausforderung. Die größte Befriedigung resultiert aus der Zufriedenheit und dem Dank der Kunden, wenn wir ihnen Geld zurückbringen. Besten Dank, Herr Schmidt, und weiterhin Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg. Gern geschehen.